Super, das freut mich, heute Abend hier zu sein und ein bisschen über die Risiken und Chancen von Sportkarrieren etwas zu erzählen. Im Fokus natürlich Triathlon, aber ich werde doch ein paar andere Beispiele am Schluss zeigen. So, hier Risiken und Chancen, ein bisschen ein Rückblick. Hier sehen Sie mich in etwa 1987. In einem nationalen Sportwettkampf, glaube ich, war es eigentlich Nationalmeisterschaften, ohne zu sehr viele Fans. Und schaffen wir es als Elite-Athletin dann mit olympischen Ikonen auf Augenhöhe zu begegnen? Wir sind beide in 56 geboren übrigens und wir haben parallele Karriere, aber seine war zwei oder mehr Stufen höher als meine, Leistung sowie auch noch finanziell, muss man sagen. Oder kann man auch mit Filmikonen eine olympische Fackel laufen? Kennen Sie sie, Joanna Lumley? Ja, absolutely fabulous, und sie ist so. Doch, dass sie vielleicht 15 Jahre älter wie ich, sieht jünger aus. Oder sonst auch mit IOC-Präsidenten und Prinzen. Ich vermisse hier die Prinzessinnen, aber in diesem Komitee für Sustainability und Legacy anzugehen. Dies sind so einfach Erfahrungen, die gekommen sind wegen meiner früheren Tätigkeit. Also, Triathlon. Irgendwie geboren in den 70er Jahren und Anspruch auf Englisch tönt viel besser als auf Deutsch. It's about ordinary people like you and me achieving extraordinary things sometimes. Und wir sind die sogenannten Weekend Warriors. Und was ist das dann? Ist das eine sogenannte, einfach eine Bedeutung im Leben? Oder ist das einfach wie man lebt? Ich weiß es nicht genau. Aber was spannend für mich war, dass man sehr entrepreneurische Personen kennengelernt hat. Nicht nur die Athletinnen, sondern auch die ikonische Events entwickelt haben, die Coaches geworden sind, die sonst Sport-Equipment entwickelt haben. Sie haben so die Zeitfahren-Leute weit hinten gelassen. Und für mich persönlich war meine persönliche Lebensänderung war 5. Juni 1983, als ich mein erstes Triathlon gemacht habe. Ich habe gedacht, das ist Bucketlist. Ja, jetzt ist vorbei. Forget it. Es hat mein ganzes Leben geprägt, von dann bis auf heute. Und da sehen Sie 5 Jahre später, so im Ziel in Hawaii, einfach, ich kann es nicht erinnern, ich glaube, da war 7. Platz in diesem Jahr unter den Frauen und etwa unter den ersten 100. So. Also, den steigenden Anspruch kommt natürlich weg von diesem so entrepreneurischen, kommerziellen Rennen ins Wir wollen in den Olympischen Spielen gehen. Damals, meines Erachtens, so in den 80er, 90er Jahren, das größte Sportplattform überhaupt. Und jetzt? Weiß ich nicht. Und natürlich wollen sie im eigenen Land ernst genommen werden. In meinem Land Teil von Team GB und auch in der Schweiz von der Swiss Olympic. Und die nationalen Verbände kriegen Geld für die Athletinnen und Athleten, auch für die Events manchmal. Das ist auch wichtig. Stellt man sich vor, das ist eine Insel wie Bermuda, die in diesem Jahr das erste Medaillen überhaupt, ein Goldmedaillen in Triathlon von Flori Duffy gewonnen haben. Sie haben schon Geld in ihr investiert. In Bermuda haben sie sonst solches Geld. Aber es ist wichtig, die nationalen Verbände, die nationale Olympische Komitee haben das gemacht. Es bringt auch Leute, so Sporttourism und erhöht Profil im Land, falls man so super Events hat. Und ich meine, Triathlon ist perfekt, das zeigt die Stadt. Und das Wasser und die Straßen und die Wege und so weiter. Das ist ein fantastisches, so olympisches, so touristisches Beispiel. Stellt man sich vor, in Athen, in Australien, so Opera House und Sydney Bay. Dann auch in Beijing war es auch nicht schlecht, auf dem Damm. London in Hyde Park, etc. Rio,
Copacabana und auch in Tokio war das auch ganz, ganz spannend, meines Erachtens. Und am Anfang war es, ich war dabei bei den Lobbying. Und es war ganz spannend, am Anfang haben die Fine, die UCI und die IAAF gesagt, eure Athleten sind nicht gut genug, sind irgendwie polysportiv. So, Achim, sind nicht gut genug. Aber jetzt ist das ganz anders. Und wir sind sehr geschätzt. Und dieses Lobbying damals, habe ich das Glück, auch noch dabei zu sein, war interessant. Ich erzähle später beim Apro, falls ihr Fragen habt. Und hier sehen Sie einfach eine bunte Truppe. Wer sind diese? Die sind die Leute vom Triathlon-Weltverband, ein Jahr nach wir ein Weltverband einfach kreiert haben, 1999, in der Weltmeisterschaft und an Kongresse. Verschiedene Ursprünge und Ambitionen. Wir haben damals einen Regelwert beschrieben, das war unglaublich flexibel damals. Viel Geist und Passion, ehrlich gesagt, Erfahrung im Sportbetrieb und Governance vielleicht minimal. Und auch in Risikomanagement sehen Sie von dieser kleinen Brücke, Mind the Gap. Aber wahnsinnig viel Potenzial als Sportart und hier leistungsorientiert, wir wollen besser sein. Und das war auch im Sportverband hinter den Athletinnen und Athleten. Aber wir waren wirklich Beginners gerade am Anfang. Und wir haben realisiert, falls wir olympisch werden wollten, müssen wir die Regelung ändern. Und das war sehr interessant. Ursprünglich dürften wir im Velo, auf dem Velo kein Windschattenfahren machen. Man muss immer 10 Meter hintereinander bleiben. Stellen Sie sich vor, Niklas Spirig hat mit so viel gewonnen beim Laufen. Und jetzt müssen sie 2 Stunden, war sie immer 10 Meter hinten oder waren etc. etc. Es geht nicht. Unmöglich. Wir müssen dann das ändern. Wir müssen das mehr fernseherfreundlich sein. Wir müssen mehrere Runden, damit die Leute sehen. Wir dürfen nicht Ironman in Olympia haben. Es muss einfach kurz sein. Und man muss Sprints am Schluss haben, damit das wirklich spannend ist. Und dann haben wir das geschafft in den Olympischen Spielen, in den Commonwealth Spielen, in den Goodwill Games, Master Games, auch noch kontinentale Spiele. Und danach kam es auch zu den Paralympischen Spielen noch dazu. Und das war wirklich spannend. Das war meine Verantwortung als Vizepräsidentin von World Triathlon, nennen sie sich jetzt. Und die Kategorisierung ist unglaublich schwierig. Stellen Sie sich vor, Schwimmen, Velofahren, Laufen und auch noch die Wechselzone dazu. Katastrophal. Hat man ein Prosthetik oder nicht? Und man spielt ein bisschen Gott, um da die verschiedenen Kategorien so zu entscheiden. Und ist man oben auf einer Kategorie, hat man eine bessere Chance, eine Goldmedaille zu gewinnen, als unten. Man sieht hier mit so mit den Amputation, ich weiß es nicht genau, wie man das Deutsch sagt, aber ob es hier, hier, hier oder hier amputiert ist und wo stellt man dann die Grenzen. Es ist wirklich nicht ganz so einfach zu machen. Und wir sehen es bald in Tokio, am Freitag und am Samstag, zumindest in Triathlon. Wir müssen das dann wirklich bereit sein, diese Risiken zu nehmen, damit unsere Athletinnen und Athleten Chancen haben, einfach Elite zu werden. Und das Erfolg, was bedeutet das? Für mich war es ganz klar, als auch Präsidentin vom British Triathlon, für etwa 6 Jahre, glaube ich, haben wir sehr davon profitiert, dass wir eine positive Spirale erzeugen können. Massenphänomene, Participation war wichtig. Und aus diesen Leuten, vor allem von den Frauen, aber auch Männer, sind Leistungssportlerinnen und Sportlerinnen gekommen. Auch die Einzelsportarten haben auch am Anfang so geliefert. Und dann mit Profil könnten wir diese auch noch treiben, wirklich treiben. Für uns war die Erfahrung mit den Brownlee Brothers wirklich wichtig.
Und das hat zumindest Großbritannien sehr geholfen. Aber dann gibt es steigende Ansprüche einfach überall. Das hat die Erwartung von Fanbase, das hat Anforderungen, Erwartungen von den Athletinnen und Athleten. Und das gibt immer noch die ständige Notwendigkeit, den Sport neu zu erfinden. Mit dabei sind natürlich die Unterstützung der Sponsoring und Professionalisierung. Hier ein ganz schönes Bild aus Motocross Winterthur 74. Und ich gebe Ihnen dann zwei Beispiele. Ehrlich gesagt ist das, schau mal, die Werbetafel und die Sponsorenwerbungen. Und auch noch zwei Jahre später im Stadion Bern-Wankdorf, Cup Final Zurich Servette und sprich Crowd Safety. Damals muss man als Spieler, und ich sage Spieler, nicht Spielerinnen, da Frauenfußball vergisst damals, eine Karriere während und nach dem Sport haben. Und für die Beste in dem Sport auch noch. Heute mit den telefonnummerartigen so, Transfers und Verträgen im Fußball ist es nicht mehr zu glauben, meines Erachtens. Aber schafft man es, in den kleineren Ligen dann auch zu den gut bezahlten Ligen zum Superstar oder sogar zum GOAT zu kommen? Mein Lieblings-GOAT hier, ich hoffe, dass er immer noch... Wissen Sie, was das ist, GOAT? Greatest of all time. Okay, greatest of all time. Momentan denke ich, dass Roger Federer GOAT ist. Ich hoffe, dass das so bleibt. Und als wir über Tennis sprechen, da habe ich ein bisschen Hausaufgabe gemacht. Wussten Sie dann, dass in 2015 eine durchschnittliche Lohn für einen Profi-Tennisspieler nur $45.000 war? Und man muss für die Challenge-Runden einfach reisen gehen. Unglaublich. Deshalb die Frage, das ist ein Risiko und es ist eine Chance. Schaffen Sie es in den Big Time? Und was ist den Big Time? Ich gebe dann ein Beispiel von mir, überhaupt nicht Big Time. Das war 88. Noch nicht olympische Sportart, minus 12 Jahre. Wir waren olympisch in 2000. Und da war einfach ein spezieller Bericht in Elle Magazine. Und ja, Superwoman, das glaube ich wirklich nicht. Und ich war ein bisschen leicht und befriedigend, das Ganze wirklich. Und dann habe ich auch Kurse gemacht. Und zwar sehr low level, wirklich sehr low level. Und einfach bei weitem vor Sozialmedien. Und im Vergleich mit hier, James LeBron, zu seinem ganz anderen Maßstab. Mehrere Millionen Followers, Millionen Verträge, politisch bewegend, Athlete Power, sogar auch Black Power. Und die Athleten haben unglaublich viel Einfluss. Und das ist auch eine Herausforderung für die Clubs, für die nationalen Verbände, für die internationalen Verbände, sowie auch für die Veranstalter und Sponsoren. Ich glaube, das ist doch interessant, wie die Welt sich verändert hat. Und das ist auch wie der Männersport. Ich gebe ein Beispiel hier von einer Frau. Eine Kehrseite von unerwarteten olympischen Erfolg. Die Frau, Anna Kiesenhofer, ist einfach kam aus Triathlon und Duathlon. Und sie hat einen Traum. Und sie braucht meines Erachtens hier, aber schau mal, sie hat keine Webseite vorher. Und jetzt hat sie more content to come soon. Susi, sie braucht dich. Wirklich, sie braucht Hilfe. Sie braucht wirklich etwas. Aber das ist eine Frau. Und wissen Sie, wie viel Geld die Emma Pooley war, meine Doktorandin, auch eine Silbermedaille gewinnen in Zeitfahren in Beijing. Wie viel hat sie verdient in ihrem Profiteam? 40.000 Schweizer Franken im Jahr. Blödsinn. Und Bradley Wiggins ist etwa 3 Millionen oder 4 Millionen oder sowas. Es ist einfach nicht fair und nicht gleich. Und das ist auch noch etwas, die wir vielleicht später diskutieren. Und wie immer gibt es Polaransichten. Opfer oder Helden. Sie erinnern sich an den Elfmeterschießen in den letzten so Europameisterschaften hier mit höher
öffentliche Bekanntheit und natürlich nationalistischen Hoffnungen aus England. Und die zwei Harrys haben getroffen und die nächsten drei, alle Schwarze, haben das nicht erreicht. Und das war natürlich nachher von unglaublich schrecklichem Rassismus kritisiert. Nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz. Das ist einfach, ich sage das nicht auf Deutsch, it was absolutely disgusting und schrecklich. Aber was auch positiv war, war die Reaktion von den meisten, die diese Leute trotzdem als Helden begrüßt haben. Einfach ein Trainerfehler meines Erachtens, dass man ein Leute nur mit einer Minute auf dem Fußballfeld schickt. Das ist einfach unmöglich. Was hat er gemacht? Was hat er gedacht? Aber hier ist auch keine Kehrseite und ist wichtig. Natürlich für die mentale Gesundheit, wie geht man um? Falls man ist immer noch in Wellen und falls man in der Dental ist das schwierig, wie hält man sich zusammen? So, es ist auch ein wichtiger Punkt. Gut, dann haben wir auch steigende Herausforderungen. Zum Beispiel, ich gehe ein bisschen zurück in Triathlon, man muss mehr Sicherheit haben, man muss ein Regelwerk haben, man muss auch mit Doping, und ich weiß, dass Matthias ist unser nächster Redner, geht viel mehr in diese Richtung. Wir haben Glück in Triathlon und wir haben doch Leute, die dopen, Gott sei Dank nicht so viel, aber weil wir nicht so viel Geld verdienen, dass wir das alles im Platz haben, um die Masking Agents und alles andere zu haben. Ich denke mir von Marion Jones, die Tatsache, dass sie scheinbar $50,000 in der Woche ausgegeben hat, um die Masking Drugs zu haben. Gott sei Dank. Und auch gleichzeitig mit Männerradsport. Aber sind, und wir haben auch so das Wetten, das ist auch für mich wirklich schwierig. Ich weiß, dass in der Schweiz ist das viel von der Lotterie und so weiter, ja, weiß ich nicht genau, und Korruption, die sind eine Herausforderung und halten diese Regelwerke für die und können die Sportverbände damit umgehen? Das ist nicht ganz so einfach. Man denkt auch an den Athleten, die Olympische Goldmedaille nur 19 Jahre später bekommen haben. Anyway, was nun? Am Schluss geht man in die Pension. Und dann macht man Training for the rest of one's life. Das ist unglaublich wichtig, Gesundheit und Fitness, physisch und psychisch. Und hier ist Team dann sehr wichtig. Was passiert dann? Rückzug aus dem Sport. Die sind die vier größten Männer am Anfang in Triathlon, alle Amerikaner. Einige planen sehr gut. Auf der linken Seite haben sie online so Trainings. Sie verdienen, als sie schlafen, sind sehr erfolgreich. Auf der rechten Seite Scott Tinley hat ein Buch geschrieben über wie deprimiert er war und wie schwierig das war. Das ist wirklich eine interessant. Und ich wollte damit drei zusätzliche Beispiele aus der Schweiz etwas kurz sagen. Alle kennen so natürlich Martina Hingis. Sie hat kein Problem, wie sie ihr Tageslohn verdient. Es ist vielmehr, ob man ein erfüllendes Leben haben kann. Und sie ist in Pension mit Alter von 37 Jahren. Aber sie ist jetzt eine Geschäftsfrau und hat eine à la mode, ist Rollenmodell, hat immer noch ein hohes Medienprofil. In meinem Sportart Sven Riederer, Triathlon Bronze in den Olympischen Spielen, auch noch Weltmeisterschaften, Geschäftsmann, hat Coaching und hat auch ein Fitnesscenter. Das läuft meines Erachtens gut. Und dann eine Studentin von der ETH nach ihrer Olympischen Goldmedaille, Dominique Giza, schloss ihre Bachelor in Physik 2018, ist jetzt in Sport tätig, in Verwaltungsrats und auch in Fernsehen. So, das hat auch für sie meines Erachtens sehr gut geklappt. Also, man muss dann Umfeld- und Rahmenbedingungen haben. Und hier, ich nenne das Wort einfach, Entourage ist unglaublich wichtig. Familie, Coaching, Crew, nationale Sportförderung, hier Spitzensport in der Armee, Merklingen und so weiter, die Lotteriefonds sind unglaublich wichtig. Und
gratuliere an Nina Christen für ihre Gold- und Bronzemedaillen. Das war fantastisch. Und auch noch ein Beispiel aus Triathlon, Nicolas Spirig. Zwei olympische Medaillen, dieses Mal einfach nur sechster Platz. Das ist unglaublich, was sie gemacht hat. Aber die Familie, Mann war auch Weltmeister, Vice-Weltmeister und so weiter. Das funktioniert für sie. Was noch? Ich weiß es nicht genau. Coaching, Athlete Management, wer weiß. Vielleicht in Hawaii zu gewinnen. Also, ich komme jetzt einfach zum Schluss. Hier ein sehr schönes Beispiel aus einem Universitätsbereich. Die Frau Giesenhofer ist eine Forscherin an der EPFL. Unglaublich. Und ich habe Michael Martin Wettli eine E-Mail geschrieben. Martin, your employee is about to win an Olympic gold medal. I said, oh, what's that? I don't even know her. Anyway, das war einfach super, dass es so geschehen hat. Und ich bin als Mitglied von Swiss University Sports Federation absolut eine begeisterte Unterstützer, dass Leute auch an der Uni so Elite-Sport betreiben können. Das ist hier Alessandra Keller, die vierte, die auch in diese MTB-Rennen in Tokio dabei sein sollten, zumindest von der Leistungskompetenz her. Sie hat das Unglück, dass drei Schweizerinnen eigentlich besser waren in den Trials. Aber das ist auch für mich wichtig, die Rolle von Swiss Olympic, SUSF, die Universitäten und wie wir das kombinieren, dass solche talentierte junge Menschen das schaffen können. Danke vielmals für das Zuhören.